Stellen Sie sich vor, Sie gehen in ein Restaurant und bestellen Ente oder Gans. Nach dem Essen bezahlen Sie. Und dann sagt der Ober zu Ihnen, das wirklich Wertvolle an dieser Ente haben Sie gar nicht bekommen. Wissen Sie, wovon der Ober spricht? Ich sage Ihnen, wovon er spricht. Mein Name ist Yang Changzai. Und Daunen sind mein Leben. Die wenigsten wissen, die Volksrepublik China sitzt auf einem wahren Schatz. China ist eines der größten Länder der Welt und stellt weltweit den größten Marktanteil an Daunen. Dieser Schatz liegt quasi auf der Straße. Wer diesen Schatz heben will, kann das tun. Und nichts anderes tun meine Familie und ich seit über 30 Jahren. Ich liebe meine Arbeit. Bis jetzt habe ich keinen vergleichbaren Stoff erlebt, der echte Daune ersetzen könnte. Was ist Daune? Daune ist nicht einfach eine Feder. 90% des Federkleides einer Gans sind Federn, wertlos. Es sind die 10%, die, wenn man sie in Reinform in Händen hält, mit Gold fast nicht aufzuwiegen sind. Und um an diesen kleinen Bruchteil heranzukommen, braucht es eine Menge Know-how, Maschinen, Geräte. Prozesse, auf die wir heute eine Reihe Patente halten. Um die Daunen aus tausenden Tonnen Federn herauszupicken, müssen wir sie schonend waschen, mit Hitze desinfizieren, abkühlen und vor allem die wertvolle Daune von der Masse trennen, entsprechend internationaler Standards. Wenn andere Unternehmen bei einem Anteil von 70% von reiner Daune sprechen, lächeln wir nur milde. Unsere Produkte enthalten immer mindestens 90% reine Daune. Snowbird gehört heute zu den größten Daunenveredlern weltweit. Und eines ist klar, solange wir Chinesen Ente und Gans essen, wird uns dieser Rohstoff nie ausgehen.